neugierig beobachtete er, wie sie über das Feld seiner Tochter auskommen lassen. In Tana Frenchs neuem Roman Schattenstill geht es um einen beinahe vierfachen Mord an einer augenscheinlich unbescholtenen Familie, die eines Tages dahingeschlachtet aufgefunden wird. Allerdings überlebt eine Person, und zwar die Mutter. Und die liegt aber jetzt im Koma und kann erstmal noch nicht befragt werden. Und nebenher gibt es ganz viele ungeklärte, mysteriöse Fakten, die nicht ins Bild passen wollen. Jetzt kommt neben die Frage, wer es getan hat, natürlich auch noch, warum? Und komischerweise verweigern alle irgendwie die Aussage. Die Schwester der Mutter und am Schluss sogar die Mutter selber. Und das ist die eigentliche Herausforderung für den hier ermittelnden Detektiv oder Detective Kennedy, der sich da durchbeißen muss. Er ist arrogant, er ist vielleicht selber fast ein Snob, aber Tana French schafft den Spagat, ihn so empathisch wirken zu lassen, dass du ihn nachvollziehen kannst. Und an ganz vielen Punkten hat er einfach recht mit seinen Weltansichten. Und man weiß, wie er an diesen Punkt kommt, das zu denken, und kann ihn nachvollziehen, immer. Das ist das Schöne bei ihm. Orte sind wie Haie. Wenn sie nicht in Bewegung bleiben, sterben sie. Aber jeder hat einen Ort, von dem er gern glaubt, dass er sich nie verändern wird. Ich kannte Broken Harbor mal wie meine Westentasche, als ich ein magerer kleiner Junge war, mit von der Mutter geschnittenen Haaren und geflickten Jeans. Ich hätte vieles dafür getan, dass der kleine Richie das nicht mitbekam, aber das Haus ging mir langsam an die Nieren. Nicht wegen der Kinder oder all dem vielen Blut, mit sowas komme ich klar, kein Problem. Es hatte etwas mit den Löchern in der Wand zu tun, vielleicht. Oder mit den ungerührten Kameras, oder mit dem vielen Glas, all den Häusergerippen, die zu uns hereinstarrten wie ausgehungerte Tiere, die ein warmes Feuer umkreisen. Ich rief mir in Erinnerung, dass ich schon schlimmere Tatorte erlebt hatte, ohne ins Schwitzen zu kommen. Doch das Flirren, das durch meine Schädelknochen drang, sagte, das hier ist anders. Das Schöne an dem Buch ist, dass es aus einer Ich-Perspektive geschrieben ist, was immer sehr interessant ist, weil man sich ein Stück weit wirklich in die Figur einbringen kann. Und was ich versuche, ist immer so eine unterschwellige Strömung mitzubringen, wie der Typ drauf ist, wie er tickt, ihm irgendwas ganz Persönliches mitzugeben. Dazu kommt die Schreibe von Tana French, die wirklich heraussticht aus dem ganzen Krimi-Roman-Wust, der gerade auf dem Markt ist. Und die es dann auch ermöglicht, manchmal um Sätze zu kämpfen, also richtig sich mit denen auseinanderzusetzen. Dann wird mein Tontechniker Pascal immer ganz verrückt, weil ich dann sage, wir gehen nochmal zurück zur Seite. Das hat mir nicht gefallen. Aber ich finde, dass die Sätze das wert sind, weil das gute Literatur ist einfach. Ein Verbrechen ist geschehen. Was können Sie mir über die Spains erzählen? Ist einer erschossen worden? Wollte Jaden wissen. Multitasking war für den Jungen kein Problem. Nein. Wieso sind die Spains versnappt? Schinne zuckte die Achseln. Sind sie nicht. Die sind okay. Richie kratzte sich mit seinem Stift am Nasenflügel. Im Ernst? Fragte er ein wenig zaghaft. Weil, also ich meine, ich habe keine Ahnung, ich habe sie ja nicht gekannt, aber das Haus von denen kam mir ganz schön protzig vor. Irgendwie merkt man, wenn Leute sich für was Besseres halten, oder? Sie hätten sie vorher sehen sollen. Fetter SUV vorm Haus und er die Karre jedes Wochenende am Waschen und Polieren. Reine Angeberei. Hat aber nicht lange gehalten, was? Mord ist Chaos in jeder Hinsicht. Und unser Job ist im Grunde ganz einfach. Wir stemmen uns dagegen, um die Ordnung wiederherzustellen. Ich weiß noch, wie dieses Land einmal war, als ich heranwuchs. Wir gingen zur Kirche,
Wir aßen mit der ganzen Familie gemeinsam zu Abend, und es wäre einem Kind nicht im Traum eingefallen, einem Erwachsenen zu sagen, er solle sich verpissen. Es war vieles schlecht damals, das habe ich nicht vergessen. Aber wir wussten alle ganz genau, woran wir waren. Und wir setzten uns nicht einfach über die Regeln hinweg. Irgendwann seitdem sind wir verwildert. Wildheit breitet sich in der Luft aus wie ein Virus, und das tut sie noch immer. Alles, was uns daran hindert, Tiere zu werden, erodiert, wird weggeschwemmt wie Sand, verschwindet für immer.